Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Heute war ja der Podcast von Battlestate Games mit Nikita himself und dabei gab es natürlich viele interessante Infos, die ich euch in diesem Video mal zusammengefasst habe. Zuallererst die Frage, die jedem auf der Seele brennt. Wann ist der Wipe? Der Wipe ist im August, meine Freunde. Wann genau, hat Nikita natürlich nicht gesagt, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde so gegen Mitte August schätzen. Mit der Ankündigung vom Wipe hat Nikita auch gleich die neue Roadmap gedroppt und ist etwas näher darauf eingegangen, was in nächster und fernerer Zeit auf uns zukommt. Daher natürlich auch einige darauf brennen, wie es um Tarkov Arena steht und vor allem, wann es damit losgeht, hat Nikita uns auch ein bisschen Futter gegeben. Tarkov Arena soll im Herbst diesen Jahres noch kommen. Aktuell ist Tarkov Arena zwar noch nicht perfekt, aber schon in einem sehr guten Zustand und spielbar, was die Entwickler wohl selbst schon in einem kleinen internen Turnier getestet haben. Nikita kündigt in diesem Zusammenhang auch an, dieses Jahr auf der Gamescom, also Ende August zu sein, Arena dort vorstellen, vielleicht sogar ein Antesten zu ermöglichen und auch für eure Fragen dort verfügbar zu sein. Eine Aussage von Nikita in diesem Podcast auf die Frage, wann es in Tarkov Open World geben wird, hat mich etwas hellhörig gemacht. Er antwortete auf die Frage nur mit dem Satz, Open World gibt's in Skyrim. Was mich jetzt etwas traurig macht, da die Aussagen aus vergangenen Podcasts etc. von ihm dazu die waren, dass er irgendwann alle Maps zusammenführen möchte, sobald diese fertig sind. Natürlich ist das jetzt auch keine offizielle Aussage, aber die Tendenz geht anscheinend nicht mehr in diese Richtung. Davor bestätigte er aber, dass man von einer Map auf die andere gelangen soll in der Zukunft. Also keine Open World, aber so ein Zwischending? Warten wir es mal ab. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt aber weiter mit dem, was uns in nächster Zeit erwartet. Schauen wir uns mal die Roadmap an. Im grünen Areal sehen wir alles, was im Sommer-Update enthalten ist. Nikita hat uns zu einigen Punkten natürlich auch Videomaterial geliefert, das ich euch natürlich nicht vorenthalte. Fangen wir einmal bei den Loadout-Presets an. Bisher konnten wir uns ja Presets für die Waffen bauen, um uns das ständige Einzelmodden zu sparen. Nun haben wir aber dann die Möglichkeit, ganze Loadouts vorzubereiten und sparen uns jedes Mal die Zeit, alles einzeln zu kaufen oder ausrüsten zu müssen. Als nächstes kommen wir zur Hotkey Heal Selection. Wir können nun nicht nur die Heilung auf Hotkeys legen, nun können wir auch über die Hotkeys mit dem Mausrad direkt auswählen, welchen Körperteil wir geheilt haben wollen, ohne jedes Mal ins Inventar wechseln zu müssen. Im Zuge dessen haben wir auch die Möglichkeit bekommen, Consumables, also nutzbare Items, direkt per Doppelklick auszulösen, ohne das altbekannte Rechtsklick und dann Use Item. Das neue User Interface für die Trader wird auch mit dem Sommer-Update verfügbar und lässt uns nun wesentlich einfacher zwischen den einzelnen Tradern switchen, was uns gerade das Kaufen und Verkaufen der Items erleichtert und Zeit erspart, die wir dann schneller wieder in den Raid jumpen können. Des Weiteren erwartet uns mit dem Update der zweite Part der Streets of Tarkov Expansion. Wir bekommen also die Map-Erweiterung und den Streets-Boss Kaban. Davon wurde leider noch kein Videomaterial gezeigt, kommt aber, wie Nikita so gerne sagt, soon. Mit dem Update bekommen wir auch die Möglichkeit, nach unseren erfolgreichen Scuff-Runs die Option Sell All zu wählen und so alles auf einmal beim Händler Fans zu verkaufen, ohne jedes Item erst in unserem Stash packen zu müssen, um dann erst bei den Händlern verkaufen zu können. Allerdings ist hier natürlich das Problem, dass Fans nun mal ja am schlechtesten für alles bezahlt. Von daher muss man wohl abwägen, ob es einem dieses Zeitersparnis wert ist, falls es halt dabei bleibt, dass es dann zwingend bei Sell All über Fans verkauft wird. Für Streamer sehr interessant ist wohl die Änderung an der Sicht beim Nutzen von Painkiller bzw. deren Auswirkung. Der Grain-Effekt, also das Schärfen der Sicht, wenn wir diesen Painkiller geschluckt haben, soll wohl verändert werden, worüber sich wohl gerade die Streamer freuen werden, meinte Nikita. Wie genau, verriet er aber noch nicht. Schnell von der Hauptwaffe zur Pistole zu wechseln, soll mit dem Update auch möglich werden, sodass wir über einen Tastenbefehl schnell zur Pistole wechseln können, wenn es mal brenzlig wird. Als Balancing-Mechanik haben die Entwickler dann aber eingebaut, dass beim Nutzen von dem Quick-Swap zur Pistole diese dann wohl erstmal etwas wackelt oder zittert. Änderungen, die auch mit dem Update im Sommer kommen, wo aber nicht näher drauf eingegangen wurde, sind einmal zufällige Loot-Container-Spawns, der Waffenstand, der dann wie extra Stash-Slots fungiert, halt aber nur für unsere Waffen nutzbar ist, Balancing der Quests, die Glas-Shader werden optimiert, die Lichtquellen werden weiter optimiert, einige technische und funktionelle Anpassungen und das Verhalten der KI wird weiter überarbeitet und erweitert. Natürlich hat uns Nikita auch die neuen Waffen und Waffenmodels vorgestellt, die ich für euch einmal eben durchlaufen lasse, bevor es weitergeht mit dem, was uns nach dem Sommer-Update erwartet. Das wäre einmal die AK-12, die SVT-40, die AVT-40,
Die abgesägte Schrotflinte. Die neue Modellierung der PM, der PB die PMT und natürlich die PKM, für die zum Zeitpunkt des Podcasts wohl aber die Sounds noch nicht komplett fertig waren und hier so der Sound fehlt. Ach ja, fast vergessen hätte ich die Erweiterung der Möglichkeit, Headlights an seinem Helm anzubringen und der neue Indikator dafür, dass eine Herstellung im Hideout abgeschlossen ist. Nun kommen wir zu den Punkten, an denen die Entwickler aktuell sitzen und die uns im Zeitraum nach dem Wipe bis zum Dezember erwarten. Zum einen die Optimierung der Client-Performance, das Unity 2021 Update, bei dem die Entwickler noch Probleme hatten, weswegen es letztendlich noch nicht beim letzten technischen Update dabei war, dem neuen Matchmaking-System, neues Equipment, neue Armor und diverse Änderungen und Verbesserungen am Launcher und Anti-Cheat. So, das waren nun erstmal die Punkte bis zum Dezember. Mit dem geplanten Winter-Update erwartet uns natürlich auch einiges, das ich zumindest einmal kurz ankratzen möchte. Nikita ist zum einen aktuell mit dem Recoil-System der Waffen immer noch nicht ganz zufrieden und so wird sich auch dieses wieder ändern. Beispielhaft hat er uns dazu diese Szenen einmal gezeigt, die uns die Änderungen veranschaulichen sollen. Nikita ist gerade in Bezug auf das neue Armor-System nochmal auf die Möglichkeit der einzelnen ausrüstbaren Schutzplatten in der Armor eingegangen, vor allem auch in Bezug auf die verbesserte Hitbox. So haben wir mit dem Update dann die Wahl, ob und wo wir Schutzplatten einsetzen und wie sich das auswirkt. Haben wir also zum Beispiel zwar Schutzplatten in unserer Armor, aber im Kragenbereich nicht, dann sterben wir, wenn unser Gegner den Nacken trifft, durch diesen Nackentreffer. Was sich natürlich vermeiden ließe, wenn wir auch in dem Bereich Schutzplatten ausgestattet hätten. Im Winterupdate enthalten sein soll dann auch die Preset-Möglichkeit für das Bestücken unserer Magazine, das Vaulting, blindes Feuer einhändig und zweihändig, zwei Beine für Waffen und die Montierung an gewissen Stellen, schräger Objekten, der BTR-Schützenpanzer kommt auf Streets, sowie der dritte Part der Streets-Map-Erweiterung. Lightkeeper bekommt spezielle Services, wie zum Beispiel Ragman mit der Kleidung oder Therapist mit der Heilung nach dem Raid. Das Wechseln zwischen der Trageweise der Waffe, also rechts oder links. Neue Waffen wie die RPD, die SCAR-GL, die Six-Spear und so weiter. Balancing der Skills und Waffenmeisterung, die Möglichkeit, die Helligkeit unseres Rotpunktvisieres einzustellen und natürlich wieder allgemeine Verbesserungen und Änderungen an der KI etc. Mit einer neuen Map können wir allerdings erst irgendwann nächstes Jahr rechnen, um da einigen schon mal zumindest für dieses Jahr die Anspannung zu nehmen. Ja, meine Freunde, kurz und knackig, das waren tatsächlich mal einige Infos, die uns Nikita da in den Podcast reingepackt hat. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude auf den Wipe und was alles auf uns zukommt.
Haut gerne in die Kommentare, was ihr zu all dem sagt, was uns in den Updates in nächster Zeit bevorsteht. Nun sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich würde mich an dieser Stelle natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Kommentar für den Algorithmus und natürlich über ein Abo hier auf meinem Kanal. Es war mir wie immer eine Ehre, dieses Video für euch produzieren zu dürfen. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.